Ja, guten Morgen, hi. Also es gibt schlimmere Dinge im Leben, als mit dem Jetski eine Vorführung zu machen. Wir sind jetzt gerade wieder auf einem See mit der Feuerwehr hier unterwegs und wir haben hier an unserem Jetski Geber befestigt, wir haben Geräte befestigt und wir haben jetzt hier ein Simrad-Gerät, das sind 12 Zoll, das haben wir hier seitlich mit Ram-Mounts befestigt und wir fahren jetzt gerade hier vorne auf so eine Steilkante fahren wir zu. Und jetzt schaut einfach mal auf das Display, wie das aussieht auf einem Sidescan-Echo. Ihr seht hier die Wassertiefe, das sind 7,50 Meter. Im Prinzip ist es so, 25 minus 7 ergibt den Bereich, den wir am Grund abtasten können. Also wir sehen 18 Meter rechts, 18 Meter nach links. Wir sehen unterschiedliche Bodenhärten. Hier ist es weicher, hier ist es härter. Hier sieht man auch, dass es härter, das reflektiert heller. Und jetzt sieht man, wie es hier ganz flach wird. Jetzt geht es nach oben. Wir sehen hier diesen Wulst nach oben. Hier ist ganz flach geworden. Wir schalten jetzt einfach mal spaßeshalber die Downscan-Technik dazu. Also wir nehmen das Sidescan. Wir nehmen das Downscan. Und jetzt schauen wir mal, ob wir da was erkennen können. Direkt an den Kanten hier zum Beispiel. Schaut mal hier, dieses Zerklüftete am Gewässergrund. Das ist eine Steilkante. Da wären normalerweise Fische zu finden. Rechte Seite total zerklüftet, das ist ein alter Baggersee, linke Seite geht es deutlich weiter runter. Jetzt können wir natürlich auch Empfindlichkeiten verändern, wenn wir das möchten. Wir können hier reingehen und wir können den Kontrast etwas erhöhen, dass wir etwas mehr Helligkeit bekommen hier im Bild. Jetzt kann man auch schön erkennen, dass hier irgendwas mal über den Grund gezogen wurde. Da ist eine richtige Furche im Grund.